Hallo? Hallo, wie war Ihr Name? Was? Nahles. Andrea Nahles, habe ich schon mal gehört. Und, ah ja, Nahles, natürlich, Frau Nahles, was ist, was gibt's denn? Sind Sie noch in der SPD? Ach so, ja, das ist nicht gut gelaufen mit dem Sarrazin, das stimmt schon, das Hickhack hin und her und dann wieder doch nicht, gell. Ja, was kann ich Ihnen für einen Rat geben, gell? Ich habe gehört, der Sarrazin droht jetzt, sich aus der SPD auszuschließen. Nein, er schließt die SPD aus sich aus. Ich melde mich wieder. Das ist... Wow! Super, oder? Wie schaut das aus? Ha? Das nenne ich einmal ein Büro. Wahnsinn! Ich nehme gleich den Schreibtisch ganz raus. Gefällt euch, ja. Komm, haben wir bitte nicht da drauf. Bitte nicht. Das ist ungeschliffener Schleiflack. Das ist ein Patent von Peter Stork, glaube ich, heißt er. Philips. Philips, Philipp, der war's, genau. Da darfst du nichts draufstellen, verstehst du? Du, ich hätte schwören können, dass es ein Schreibtisch ist. Ist es auch, ja, ja. Aber weißt du, wenn man was draufstellt, dann stört es die Linien im Raum, verstehst du? Die Zentralperspektive, Ästhetik, Adorno und vor allen Dingen Skulptur, soziale Skulptur, verstehst du? Bist du gelähmt? Ich werde meine Sachen da draufstellen dürfen. Woher hast du überhaupt das Geld für den Umbau? Ja, zuerst wollte ich eigentlich nur die Fenster streichen lassen, ein bisschen und so, aber dann habe ich eine sehr nette Innenarchitektin kennengelernt. Innenarchitektin? Sehr charmant. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie alt? Wieso willst du wissen, wie alt die ist? Wenn er weiß, wie alt sie ist, dann hat er was mit ihr gehabt. Und wenn er was mit ihr gehabt hat, dann hat er sich hinterher von ihr über den Tisch ziehen lassen. Vielleicht nicht über diesen Tisch, aber irgendwann auf jeden Fall. Moment, Moment, Moment. Gruber? Ja, Frau Dr. Nüssel. Ja, da müsste ich schauen, ob er da ist, weil gerade war er zwar noch da, aber vielleicht ist er schon wieder weg. Bist du da? Bin ich da? Das ist, wie ich mir gedacht habe, Frau Dr. Nüssel, er ist gerade raus, gell? Ja, Deadline ist morgen. Ja, das weiß er bestimmt, weil er den Bericht wahrscheinlich ja schon fertig hat. Das ist richtig, mal auf Wiederhören. Dr. Nüssel. Du, der Dr. Fink wartet auf deinen Beitrag für das Magazin der Ostbayerischen Energieversorger. Die Lehren aus Fukushima. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir aus Fukushima lernen. Bin ich auch noch gespannt, ja. Rick, du sagst die ganze Zeit schon gar nichts. Gell? Er sagt überhaupt nichts mehr, die ganze Zeit schon. Rick, was lernen wir aus Fukushima? Ich hatte mal einen Schulfreund, der hieß Hiroshi Fukushima. Jetzt, glaube ich, versagt also, gerade das Kühlsystem bei Ihnen. Hm? Also, schaut mal, sogar der Seehofer hat was gelernt aus Fukushima. Er sagt, Fukushima bedeutet eine Zäsur für die Sicherheitsphilosophie der Kernenergie. Ja, und jetzt gesagt, ist ein erbitterter Gegner der Atomkraft. Na, nur als Option. Ja, also, das hat er nämlich nicht konkret gesagt. Er hat nur gesagt, Fukushima war eine Zäsur. Da, er hat gesagt, wenn 80% der Bevölkerung aus Angst gegen eine bestimmte Form der Energieversorgung sind, dann darf man das als Politiker nicht ignorieren, hat er gesagt, steht da. Der alte Bazi, gell? Damit sagt er eigentlich, dass er nichts gelernt hat aus Fukushima, gell? So. Naja, er sagt ja nur, dass die Leute Angst haben und dass die Politiker diese Ängste nicht ignorieren dürfen. Da hat er recht, der Bruno. Gell, habe ich recht. Eben. Aber um auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich habe ja nicht gefragt, was hat der Seehofer gelernt aus Fukushima, weil das wäre eine sinnlose Frage. Schau, weil ein Politiker ist ja in seiner Lernfähigkeit schon eingeschränkt durch sein Amt. Ja, die Lernfähigkeit eines Politikers, die hängt ja von seiner Wiederwählbarkeit ab. Ja. Ein Politiker lernt im Grunde genommen nur etwas, wenn er nicht wiedergewählt wird. Da hat er schon wieder recht, Bruno. Ja, also dann, Bruno, erzähl uns mal, was haben wir denn aus Fukushima gelernt? Wolltest du es wirklich wissen? Ja. Sehr also gern. Ich habe den Eindruck, dass der Angststandort Deutschland durch Fukushima gestärkt wurde. Angststandort Deutschland? Boah, das ist doch genial. Der Angststandort Deutschland, die Dreisat-Reportage mit dem Angstexperten Professor Raimund Hase. Hallo Kinder, ich bin's euer Angsthase und habt ihr alle Angst? Was willst du denn damit sagen, Bruno? Willst du damit sagen, dass unsere Nachbarn wieder Angst haben müssen vor Deutschland? Nein, was du meinst, ist doch Angst und Schrecken, verstehst du? Heutzutage muss doch niemand mehr Angst haben vor den Deutschen. Nein, das ist lang vorbei, verstehst du? Also der Export von deutschem Schrecken ist ja komplett zum Erliegen gekommen. Ach, du meinst also, Fukushima ist der Import von Angst?
Du, der Rick, schau her. Ja, man meint immer, gell? Zieht richtige Schlüsse. Ja, aber die Angst gehörte natürlich schon immer zum deutschen Markenkern. Und jetzt komme ich zu meiner Kernthese. Ich glaube, dass Deutschland in Zukunft noch mehr auf den Rohstoff Angst setzen muss. Der Rohstoff Angst, Moni, entschuldige, da hat er schon wieder recht. The German Angst ist doch weltweit eine anerkannte Export-Import-Weltmarke. Was haben wir denn sonst anzubieten außer Angst? Und jetzt hätten wir wenigstens noch einen Grund dazu. Also das kann man jetzt doch so nicht sagen. Wir haben in Deutschland immer noch den Rohstoff Geist. Ja, wo ist er denn, der Geist? Hat er sich unter den Tisch gesetzt? Das ist sauber zum Lachen, Klaps. Der Rohstoffgeist. Das war einmal der Rohstoffgeist. Die Stollen sind leer. Da ist nichts mehr drin, verstehst du? Hast du mal in letzter Zeit dem Gabriel zugehört? Von wegen Rohstoffgeist oder dem Jürgen Trittin, der Claudia Roth, mein Gott. Die sind doch keine Träger des Rohstoffes Geist. Nein. Das sind Plattformen für Angst. Bravo. Ja, die meine ich doch gar nicht, glaubst du das? Ich meine doch unsere deutschen Intellektuellen. Alle beide. Ja, gleich Hobbys. Dings, das sagen wir, der Beckmann, Maischberger, Blasberg. Wir haben doch nicht nur Deppen in unserem Land. Es gibt doch auch Leute, die fähig sind zur Vernunft. Bruno, da hat die Moni wiederum recht. Das siehst du, das Danke. Kühlsystem funktioniert doch. Naja, fähig sind sie vielleicht schon zur Vernunft. Das ist schon richtig, verstehst du? Aber Vernunft muss man eben auch vernünftig einsetzen. Ja? Da denke ich zum Beispiel an die Franzosen. Das Mutterland der Vernunft. La patrie de la raison. Oui, oui, oui. Diese parle français. Ja? Oui. Also, die bleiben drin in der Kernkraft, die Franzosen. Und? Warum? Weil sie keine Angst haben. Weil sie so klein sind. Ja, die Schweden haben auch keine Angst. Die Schweden haben auch keine Angst. Die haben direkt nach Fukushima 2 neue Kernkraftwerke in Auftrag gegeben. Sag mal, Rick. Hast du eigentlich schon mal eine gesicherte Haltung zur Kernkraft gehabt? Ja. Eindeutig sowohl als auch. Also ich meine, entschuldige mal, emotional bin ich doch genauso dagegen, aber rational gibt es auch 200-300 Gründe, die dafür sprechen. Tja, Bruno, du hast da vorhin von deinem Kerngedanken Rohstoffangst gesprochen. Wo ist denn da der Vorteil für die Wirtschaft? Schau, du schreibst einen Beitrag für einen ostbayerischen Energieversorger. Was hat denn der für einen Vorteil, wenn du für mehr Angstproduktion in Deutschland wirbst? Heißt das dann, dass die in der Kernenergie drin bleiben sollen oder was? Nein, die sollen aussteigen. Ja, natürlich steigen jetzt alle aus, das ist doch klar. Aber gleichzeitig sollten sie dafür sorgen, dass neue Ängste nachwachsen. Verstehst du? Weil Angst ist das treibende Element in der Wirtschaft. Angst ist der treibende Wirtschaftsfaktor. Ja? Jetzt haben sie alle Angst vor der Kernenergie. Klar. Dann haben sie Angst vor den Strommasten. Verstehst du? Dann die nächste Angst ist, sie haben Angst vor den steigenden Strompreisen. Verstehst du? So löst eine Angst die nächste Angst ab. Die Ängste führen dann allerdings dann wieder zu neuen Innovationen. Und die können wir dann wieder exportieren. Und somit macht uns die Angst zur führenden Exportnation. Nation. Ja, dann wäre es ja nur konsequent, wenn wir in der Kernenergie drin bleiben würden, oder? Moment einmal, Moni, das ist genau das Gegenteil von dem, was du vorhin gerade gesagt hast. Ja. Monika, ich glaube, jetzt hat der Rick recht. Wie, ich habe recht? Ja. Das wollte ich nicht. Also, ich meine, es macht mir jetzt Angst irgendwie. Du, Schau. Rick, das ist schon gut, Rick. Halt dich ganz ruhig hier. Bin gleich wieder da. Ich habe jetzt gleich eine Volksberatung. Aber ich kümmere mich gleich wieder um dich, gell? Wo sind wir? Da. Hallo. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, dass die beiden neuen Herrscher in Baden-Württemberg im Ländle, der Herr Kretschmann und der Schmidt, unseren Ratschlägen folgen wollen. Ja, den Kretschmann, den coache ich persönlich. Den Schmidt nicht, weil der, glaube ich, ist sehr schwer zu coachen. Das ist mühselig. Obwohl, als er diese historische Niederlage für die SPD in Baden-Württemberg errungen hatte, da hat er verkündet, er habe sein Ziel erreicht. Ja. Und da habe ich gedacht, vielleicht hat er doch einen gehabt, der ihm den Satz aufgeschrieben hat. Gell? Vielleicht war es sogar der Gabriel persönlich. Gell? Der kommt ja ganz ohne Beratung aus. Ne? Der Gabriel, also glaube ich, der ist von Haus aus schlau. Ja, der kann sich auch über Niederlagen freuen. Und da wird er in Zukunft noch mehr Gelegenheit dazu haben. Eine europäische Volksinitiative will er auf den Weg bringen, der Gabriel. Ja? Alle Europäer sollen darüber abstimmen, ob sie den Atomstrom haben wollen oder nicht. Das verstehe ich nicht, dass er dieses Risiko eingehen will. Das Volk mag doch oft nicht so wie die Politiker. Ne? Das müsst ihr doch eigentlich wissen, Herr Gabriel, aus eigener Erfahrung. Nicht? Weil
Es hat ja seinen Grund, warum die SPD bei 23% in den Umfragen steht. Nicht? Immerhin gibt es noch 23% der Wähler, die dem Gabriel vertrauen. Manche wundert es, dass es so viele sind, die sich vom Gabriel mit der Wahrheit versorgen lassen wollen. Und die Merkel, die steht bei 36%. Ja, das sind die Dummen, die sich anlügen lassen von der Merkel. Ja, das weiß man. Die lügt. Freilich, sie hat, so hat sie jedenfalls der Sigmar Gabriel gesagt, der Ehrliche. Ich weiß es nicht. Mich würde es nicht wundern, wenn ein Politiker lügt. Ganz ehrlich. Nein. Das gehört für mich dazu. Manche können lügen und manche nicht. Die müssen immer die Wahrheit sagen. Du, weil wir gerade. Weil du jetzt gerade über das Thema Wahrheit so schön referierst, was hat denn das alles hier so gekostet? Das? Mhm. Du, das war ein Superpreis, habe ich da bekommen. Ich muss sagen, nein, es war also im Verhältnis zu dem, was wir gekriegt haben, muss ich wirklich sagen. Also, versteht, das hat, sagen wir mal, 1200 Euro. Für alles zusammen? Nein, nein, für den Stuhl, auf dem du sitzt. Aber insgesamt musst du das langfristig betrachten, verstehst du? Das wird sich amortisieren. Diese Agentur, dieser Laden, was meinst du, wen wir hier empfangen werden? Regierungschefs. Gerichtsvollzieher. Gärtner. Zuhälter. Theologen. Was? Ja, aber Leute, es ist doch komplett durchfinanziert. Ich habe unsere Unternehmenseinlagen genommen. Du meinst genommen. Deine? Auch deine, Rick, ja. Und wenn es so läuft wie bisher, ja, dann sind wir in ein paar Jahren komplett schuldenfrei. Wir müssen natürlich anreißen, wir müssen arbeiten, ja. Wir müssen nach vorne schauen, in die Zukunft. Jetzt heißt es Business, Business, Business. Wir haben Post vom Mappus bekommen. Das stimmt nicht ganz. Wir haben Post vom Mappus Anwalt bekommen. Für seine Imageberatung für den Wahlkampf Baden-Württemberg, da wollen Sie das Honorar wieder haben. Was sagen wir dazu? Würde ich an seiner Stelle auch. Wie liquide sind wir denn? Ja. Ja, Mensch, also der Rest vom Firmenvermögen, der steckt in TEPCO-Aktien. TEPCO-Aktien? Ja, wo hast denn du sonst noch investiert? In Lebensversicherungen auf dem Friedhof oder was? TEPCO-Aktien waren sehr günstig, muss ich sagen. Weißt du, da habe ich mir gedacht, die haben Luft nach oben. Also, TEPCO, verstehst du, das ist ja imagemäßig, sind die, na, sind sie am Boden. Das muss man zugeben. Ja? Aber man muss es im Vergleich sehen. Zum Beispiel, denke mal an das Beispiel BP, British Petrol. Du, die haben vorher kürzlich noch 40 Milliarden Verlust gehabt, ja? Durch dieses kleine Loch. Ich kenne noch einen, der Riesenverluste durch so ein kleines Loch baut. Ich habe damit nichts zu tun. Entschuldige bitte mal, außerdem hat er recht, das stimmt. British Petroleum hat dieses Jahr, obwohl diese schlimmen Dinge passiert sind, riesige Dividende ausgeschüttet. Und zwar, weil sie auf anderen Feldern riesige Gewinne gemacht haben. Ja, Thunfisch in Öl. Weißt, und wenn du mal diese TEPCO-Aktien liegen lässt, was der Börsenprofi lässt sie liegen, verstehst du? Da muss man cool bleiben, da. Und in 40 bis 50 Jahren, da, was meinst du, was wir da Gewinne drauf haben? Da wirst du dich noch wundern, da, wie die Thunfisch in Öl, hast du gesagt, ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich hab ein bisschen Hunger, hab ich. Ich hol mir schnell mal was zum Essen. Bin gleich wieder da. Bon Appetit, wie der Franzose sagt. Du sag mal, Rick, findest du nicht auch, dass der Bruno in letzter Zeit ein bisschen abgespannt wirkt? Abgespannt? Ja, genau. Das ist dir auch schon aufgefallen, oder? Und ich finde gerade, wir als seine Freunde haben da auch eine große Verantwortung, was die Geschäftsleitung anbelangt. Ich finde, der macht das eigentlich ganz gut. Ganz gut, genau. Da bin ich ganz bei dir. Ganz gut. Das ist doch nicht einmal mehr befriedigend. Das ist ja quasi ausreichend minus. Und Rick, ganz ehrlich, ich meine, findest du, dass ausreichend wirklich ausreichend ist? Ja, ausreichend ist ausreichend. Das freut mich, dass du das auch so siehst. Du, dann kann ich also dem Bruno sagen, dass du auch dafür bist, dass ich jetzt mal die Führung übernehme, bis der Bruno wieder fit ist. Also vorübergehend? Ja, selbstverständlich nur vorübergehend. Ich sag mal, wenn jetzt 6 Monate ein bisschen ausspannt, dann ist er seelisch bestimmt wieder fit. Mei, dann ist er 59, gell, dann kommt
Die erste künstliche Hüfte, Reha, dann setzt die große Alterssinnkrise ein, gell? Er sucht sich ein 20-jähriges Flitscherl, kauft sich ein Cabriolet, fährt erst einmal 6 Monate mit dir in den Gardasee, das wird ihm natürlich, wird ihm alles zu viel, das junge Hasel und so, Herzinfarkt, wieder Reha, dann setzt wahrscheinlich die Altersdemenz ein. Ich sag einmal so, grob über den Damal, da die sagen, so in 10, 15 Jahren ist er wahrscheinlich wieder in der Lage, dass er den Laden übernimmt, gell? Wenn er Glück hat, gell? Ich möchte ihn da auf keinen Fall was langfristig wegnehmen, ist schon klar. Also wenn es für die Gesundheit von Bruno ja, wichtig ist, dann... Im Grunde genommen rette ich ihm ja damit das Leben. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er in der Lage ist, uns seine Dankbarkeit so zu zeigen, wie wir es verdienen würden. Deshalb wäre es halt auch gut, Vielleicht hast du ja recht, vielleicht braucht es ja wirklich eine Verjüngung. Verjüngung, das ist das Thema. Jugend überhaupt. Jugend, das steht ja auch für Aufbruch, für einen Lichtblick am Horizont, einen Silberstreif am Firmament unseres tristen Daseins. Und dieser Silberstreif glänzt aktuell in den Farben Blau-Gelb. Sie ahnen es, ich spreche von der FDP, von den neuen Liberalen. Schauen Sie sich doch nur die jungen Wilden an der Parteispitze an. Die neue liberale Testosteron-Boygroup um Philipp Rösler, Christian Lindner, Daniel Bahr. Das sind ja die Chippendales der Politlandschaft. Sie werden sich jetzt fragen, was motiviert junge, ehrgeizige Menschen, die es im Leben zu etwas bringen wollen, bei einer 3%-Partei wie der FDP einzusteigen? Todessehnsucht? Nein, natürlich nicht. Selbstvertrauen und antizyklisches Arbeiten. Schauen Sie, ich habe zu denen gesagt, Burschen, habe ich gesagt, die Personaldecke bei der FDP ist so dünn, da wird jeder Depp was. Außerdem, wann steigt man an der Börse ein? Genau, wenn der Kurs ganz unten ist. Außerdem, das Christentum hat ja auch nicht als Massenbewegung angefangen. Da waren, am Anfang waren die auch nur zu 12. Gut. Ja, unter 12 Leuten nur ein Arschloch von Verräter von so einer Quote träumt die FDP. Ja, aber nehmt doch den Rösler, wie der jetzt den Judas vom Westerwelle gibt. Gell? Das macht der gut. Ich hab gesagt, Philipp, du musst da jetzt dranbleiben. Du kannst dir nicht so ein paar Schnitzer wie bei der Gesundheitsreform leisten. Sonst schickt dich die Teflonpfanne doch noch irgendwann im Weidenkörbchen wieder zurück. Gell? Empfänger unbekannt verzogen. Aber ich hab gesagt, Philipp, das schaffst du. Du bist doch Mediziner. Du kennst doch auch Gifte, die sich nicht nachweichen lassen. Gell? Aber mein persönlicher Favorit ist ja sowieso Christian Lindner, unser Bambi. Der Mann ist ja gleichzeitig Sexsymbol und Verhütungsmittel. Ja, erst 32 Jahre jung und schon so ein Medienprofi, wie der in diesem Interview in der Bunten neulich jede Imageklippe profimäßig umschifft hat. Auf die Frage, ob die Scheidung seiner Eltern eine traurige Erfahrung gewesen sei, da jubilierte er förmlich: Keine traurige, es war eine ganz glückliche, tolle Erfahrung. Bei mir hat die Scheidung zur Verdopplung der Eltern geführt. Der Mann hätte Drehbuchautor werden sollen, so wie der einen umpilchert in den reißenden Lindström wirft. Sagenhaft. Da musst du als Agentur gar nicht mehr viel machen. Hast du uns auch was zu essen mitgebracht? Nein. Das war rein dienstlich, verstehst? Ich habe rein dienstlich einmal den Falafelladen am Eck als potenziellen Kunden getestet. Ich habe neulich den Schuhladen ums Eck als potenziellen Kunden getestet mit reichlich Testkäufen. Quittungen kriegst du morgen. War ein bisschen fett, gell? Ich glaube, ich brauche jetzt einen Espresso. Moment. Jonas? Am Apparat, ja. Was könnte sie tun? Ja, das ist klar. Die Leute kaufen immer mehr atomfreien Strom. Ne? Wie? Gibt's jetzt auch bei Tschibo? Ja, verstehe. Nein. Ja, nein, also da kann ich Sie beruhigen. Wir beziehen unseren Strom weiterhin bei Ihnen. Ja. Wir sind atomstromtreu. Ja. Das liegt an meiner Frau, weil die hat Wind- und Wasserallergie. Wissen Sie das? Ja. Gut, ich werde sehen, was ich machen lässt, gell? Ich melde mich dann bei Ihnen. Danke, dass Sie uns angefragt haben, gell? Vattenfall. Vattenfall. Ja. Vattenfall, der Energieversorger, verstehst du? Denen laufen die Kunden weg, ja? Die brauchen eine neue Kampagne für sauberen Atomstrom. Bis wann denn?
Also soviel ich weiß, sind drei Agenturen angefragt und wer als erstes was Brauchbares liefert, der kriegt den Zuschlag. Ja Leute, jetzt müssen wir kreativ werden. Kreativ, wo ist eure Kreativität? Vattenfall, das klingt echt eindeutig nach Berlin. Vattenfall, unser Strom hat sich gewaschen. Vattenfall, keine Ahnung, Vattenfall, Wasserfall, klingt ökologisch. Wasserfall, Vattenfall. Was reimt sich auf Vattenfall? Du, ich weiß nicht, ob es euch wirklich interessiert, aber bei mir ums Eck gibt's eine Pizzeria. Okay, hör auf. Ehrlich mit allem. Ja, ja. Ja. Und? Ich meine, was hat das jetzt mit dem Strom zu tun? Naja, wie soll ich sagen, der Luca, der den Laden betreibt, der hat im Monat 5, maximal 6 Gäste, versteuert aber jeden Monat 48.000 Euro. Woher weißt denn du das so genau? Du, ich kauf bei dem immer meine Essensquittungen zum Absetzen. Und da kommt man so ein bisschen ins Gespräch und er ist ein netter Typ, Familienmensch. Aha, dunkle Haare. Und so ein kleiner Schago, hä? Du, Moment mal. Das heißt, die machen Drogengeld zu Cannelloni-Gewinne. Ich sag mal so, ich glaube, dasselbe würde mit Strom auch funktionieren. Deswegen, in der Pizzeria? Nein, bei Vattenfall. Und meine Empfehlung an Vattenfall wäre, die produzieren weiterhin Atomstrom, leiten den aber sofort weiter quasi als Überschussstrom nach Norwegen. Dort wird der Strom verbraucht, um Wasser von unten auf die romantischen Hochseeplateaus hinaufzupumpen. Der Vorteil dabei ist, der Strom ist dann schon in der freien Natur. Also glücklicher Freilandstrom aus Ökohaltung. Das ist nicht schlecht. Wir leiten das Wasser bergab in saubere Turbinenkraftwerke und haben was? 1A Ökostrom. Das ist ja genial. Du, das ist die Kampagne. Genau. Rick, so mach ma's. Komm, ruf sie an, das ist es. Ja, so wirklich ökologisch ist es jetzt nicht mehr. Was? Hast du jetzt Skrupel oder was? Was soll jetzt die Moral? Du, wie viele Erdbeeren sind im Erdbeerjoghurt? Bitte? Wie viele Erdbeeren im Erdbeerjoghurt sind? Ja, keine. Ja, eben, und trotzdem essen es die Leute. Ja? Weil sie es nicht wissen. Ach so. Ruf an! Ja. Oder ich ruf an. Du rufst an. Du, was ist eigentlich, wir haben doch den Auftrag übernommen fürs Morgenmagazin, die Hochzeit da mit die zwei Kate und William. Ja, die Hochzeit macht jeder. Das stimmt. Ich habe erstklassige Informationen zum Junggesellenabend von Prinz William. Und zwar von dem Adelsexperten schlechthin, Sir Rolf Seelemann Egebert. Aber Junggesellenabschied, das ist ja wieder so eine Sauerei, das ist ja dann alles nicht jugendfrei, oder? Doch, doch, das ist alles ganz harmlos, pass auf. Ach so. Meine Damen und Herren, nun, Prinz Charles, nicht als Vater von William, ist ja für die Ausrichtung der Feierlichkeiten zuständig und im Rahmen dessen ebenso verantwortlich für den Junggesellenabend, die sogenannte Bachelor Party, nicht wahr? Da war man gestern traditionell in der Baby Whippy Sniff a Dippy Platinum Lounge in Vester. Im Übrigen ist dieser Club im Besitz des Hannoveraners Romantic Boy. Interessanterweise einer Seitenlinie Silvio Berlusconis entspringt, der ja Tiere finanzstark protegiert, vor allem Araber, nicht wahr? Nun, der Junggesellenabend wurde fortgesetzt im Britannica Big Boobs Gentleman Club in Birmingham. Gefolgt vom Cat Slap Lap Licky Lippy Lap Lap Dance Club Basel in Essex. Hello, cheers to the Prince. Now, dort feierte man natürlich weiter in der königlichen Stretch-Kutsche auf dem Weg zum Off-the-Hip, Down-the-Strip, Piccadilly, Hump'em, Silly Club. Anschließend ging es dann weiter ins Mr. Groin's Tenderloins, Gentleman Club, Hounslow, Middlesex. Und zu guter Letzt ein obligatorischer Abstecher ins Sticky Dicky Stringfellows in London. Um dann wieder zurück in Shiny Winy Spank Your Hiney in Plymouth. Nach diesem kleinen Streich ging es dann fröhlich weiter. Das war allerdings ein Pflichttermin, und zwar bei der Royal Navy Gangbang Academy. Zum traditionellen Royal Navy Academy Gangbang for Beginners. Gefolgt vom zweiten Absacker auf Vorschlag des kleinen Bruders Harry. Hier entschied man sich für einen kleinen Schlenker nach Glasgow in die Dirty Under 30 Diamond Dolls Dacha, wo der kleine Spross des Reitlehrers sozusagen, nicht wahr, sein orales Waterloo verlebte. Nun,
Der Final Shot, wie wir sagen, der letzte Tropfen vor dem Ja-Wort, wie man so schön sagt, geht im Übrigen auf Henry VIII zurück, der auch die entsprechende Lokalität damals ins Leben rief, sozusagen als Hommage an seine Konkubine Columbine, nicht wahr, das sagenumwobene Blowing for Columbine. Hier einigte man sich mündlich auf eine Gesamtzeche in Höhe von 43 Millionen Pound Sterling. Bei diesem Betrag fehlen allerdings die Getränke. Und Nüsschen. Dankeschön. Sir. Bin ich gespannt, ob ich diese super spitzen Kaffeemaschine in Gang bringe. Jetzt gibt's endlich einmal einen Kaffee. Möchten Sie einen Espresso oder einen koffeinfreien Espresso, Herr Jonas? Hey, die spricht ja wahnsinnig nett mit mir. Ja, die kennt ich auch noch nicht. Ich würde jetzt koffeinfrei raten. Hey, jetzt nicht frech werden, gell? Ich kann auch Blasentee. Die Maschine ist super. Es geht übrigens aufwärts, gell? Mit unserem Unternehmen. Ich habe einen. So. Ich habe einen Riesenauftrag an Land gezogen. Ist ideal für unser Unternehmen. Der Libyer. Ach. Wie? Libyer Gaddafi? Nein, der libysche Falafelladen ums Eck. Was die versiffte Butze will, dass wir für den arbeiten? Das kann er doch gar nicht zahlen. Doch, früher oder später schon. Also, weißt, bei jedem Geschäft ist ein gewisses Risiko dabei. Ja? Da muss man auch ein bisschen in Vorleistung gehen, Geduld haben. Er ist übrigens ein ganz netter Mann, der Falafelbesitzer da. Also sehr religiös, betet, glaube ich, 5-mal am Tag, immer in die gleiche Richtung. Und ist als Moslem sehr zuverlässig. Was hältst jetzt du von dem Falafel, Libya? Du, ich kenne so genau, kenne ich den nicht. Aber was ich gehört habe, er gehört angeblich zum Gaddafi-Clan. Ja. Echt jetzt? Mhm. Der Gaddafi, ja? Dass der immer noch an der Macht ist. Obwohl er dauernd von der NATO bombardiert wird. Die Amerikaner wollen ihn nicht haben. Aber die Amerikaner finden auch kein Land für ihn, was ihn aufnimmt. Ja, normalerweise gehen solche Leute in die Schweiz. Aber beim Gaddafi ist das nicht ganz so. Gut, Berlusconi ist immer noch ein alter Spätzle von ihm. Also Italien wäre durchaus eine Option. Vielleicht kommt er auch nach München. Nach Stadelheim? Einsperren tun die den nicht. Der kriegt Asyl als politisch Verfolgter. Außerdem hat er immer noch eine Villa in Waldperlach. Sein Bubi hat doch hier in München studiert. Also von daher hätte er immer noch eine gute Lederhosen-Connection in München. Ach, Tim, sag mal, war der Polizeipräsident nicht mit Gaddafi Junior beim Abendessen? Um ihm die bayerischen Sitten und Gebräuche ein bisschen näher zu bringen, oder? Und da hat doch der Polizeipräsident ganz höflich, freundlich, hat er ganz, ganz lieb nachgefragt, sagen Sie, Herr Muammar Junior, also natürlich nur, wenn es Ihnen nichts ausmachen würde und wenn der Papa eventuell theoretisch zustimmen könnte. Also ich meine, wenn es Ihnen wirklich nichts ausmachen würde, sagen Sie, natürlich, vielleicht können Sie hin und wieder die Gesetze Bayerns, also vielleicht alle 4 Gesetze, vielleicht 2 maximal, wie auch immer, wenn es gerade passt, vielleicht können Sie das eine oder andere beachten, nicht wahr? Natürlich nur, wenn es Ihnen persönlich auch nichts ausmachen. Bitte, Herr Muammar, meinst du, Sie sind ja super, gell? So ähnlich war es doch, oder nicht? So ähnlich wird es gewesen sein, ja. Natürlich ganz lustig. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Gaddafi in Bayern, Leute, das hätte was. Bayern liegt ihm bestimmt von der Lebensart her, weißt du? Ja klar, also die Liberale, das Bavaria und dann der Gaddafi mit dem grünen Hut, was Landesfarben grün und dann in Tracht, wenn der am Tegernsee wäre, vielleicht wohnen würde, in der ehemaligen Schalk-Golodkowski-Villa, du, dann können ihn die Straußbuben betreuen, also es wäre optimal. Du, nein, ich könnte mir das gut vorstellen, in der Lederhose, der schaut ja super aus, auf der Wiesn kriegt er ein eigenes Zelt. Oh mein, du, was meinst du, was auf deine Stimmung? Und dann die zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Da kriegt Handy hoch eine völlig neue Bedeutung. Das muss man sich mal vorstellen. Die Bilder. Ja, die Bilder. Gaddafi auf der Wiesn, wer mit der dicken Froni schunkelt und so. Daneben die Claudia Effenberg im Pornodirndl, wie sie mir Bläschle im Mund steckt. Ach Gott. Traumhaft. Da wäre was los, du. Aber das wird nicht passieren. Du, ich sehe schon eine bundesweite Falafelkette. Der Mac Gaddafi.
Herzlich willkommen bei McGaddafi. Interessieren Sie sich für libysche Bio-Waffeln? Genau. Und Falafel to go. Aber hochwertig natürlich. Nur hochwertig. Ich sehe den Fernsehspot. Eine gut aussehende Frau schaut in den Spiegel und sagt, Mei, du schaust halt aber schlecht aus. So abgespannt. Ich glaube, ich verschreibe dir erstmal eine Aufbaukur beim Libya um die Ecke. Schnitt. Dieselbe Frau ist dann ein Falafelbrot und darüber legen wir den Slogan 100 Jahre und älter mit Falafel fit. Und die Falten bleiben knackig. Ja. Ja, super Idee. Rick, arbeite mal die Kampagne aus. Nicht? Also ich finde, Libyen ist ein interessantes Thema. Also die Rüstungsaktien steigen wie verrückt. Gell? Es gibt Humanisten, die spekulieren auf die Befreiung Libyens. Ich auch. Ja, ich gebe das zu. Und je länger die Befreiung dauert, desto mehr steigen natürlich die Aktien. Ne? Es ist ja immer angenehm, wenn man einen Krieg führen kann mit gutem Gewissen. Gell? Nur, wir sind nicht dabei. Also wir Deutschen, ich verstehe es nicht. Also ein bisschen sind wir schon dabei. Also ich habe gehört, das Kabinett drückt täglich in der Früh bei der Sitzung die Daumen. Den Aufständischen. Nicht? Aber ich kann mir auch denken, warum wir nicht dabei sein können, weil möglicherweise bestehen ja noch irgendwelche alten Verträge zwischen Libyen und Deutschland. Es könnte ja sein, weil ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, dass seinerzeit ein gewisser Bundeskanzler Gerhard Schröder bei Muhammar im Zelt gesessen ist. Nicht? Ich glaube, wir haben da sogar ein Bild. Schauen Sie hier. Da. Du, da war Stimmung. Ich weiß nicht, was die zwei... Ich weiß nicht, was die zwei geraucht haben, gell? Aber schaut ein bisschen so aus, als hätte der Schröder ein bisschen früher erwischt davon, gell? Ja. Ja, die haben eine riesen Gaudi gehabt, also die haben ihn wieder weg. So, ja, und ich vermute ja, dass der Gerhard Schröder damals die deutsche Ölversorgung gesichert hat und dass wir von daher gesehen besser daran täten, Libyen nicht anzugreifen, weil unsere Soldaten am Ende dann vielleicht doch noch in Kanonenrohre deutscher Hersteller schauen, gell? Aber wer weiß das alles so genau, gell? Naja, und jetzt muss sich unser Außenminister beschimpfen lassen, der Guido von der Claudia Roth, gell? Ja, die Claudia, das ist ja, die hat gesagt, dass die deutsche Haltung unengagiert und unambitioniert wäre, gell? Das findet sie, das ist schon hart. Naja, ich kann das verstehen, die Frau ist Vorsitzende der Grünen, also einer Friedenspartei. Und wenn es um Menschenrechte geht, ja, da ist sie immer ganz vorn dabei, freilich. Aber Frieden ist ja eher ein theologischer Begriff. Gell? Übrigens, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Herr Zollitsch, der hat gesagt, also von katholischer Seite her wäre der militärische Angriff auf Libyen durchaus gerechtfertigt. Gaddafi, Diktator, können wir wegputzen. Also, von katholischer Seite her. Da hat aber sofort... Da war sofort die Frau Käßmann, ich weiß nicht, ob Sie sich an die noch erinnern, auch so eine große Strategin. Also die sagt, dass ein militärischer Angriff auf Libyen theologisch nicht gerechtfertigt werden kann. Und da muss ich sagen, das glaube ich sofort. Außenpolitisch ist das Neue Testament völlig unbrauchbar. Also, aber nach dem Alten Testament, ja, da können wir den Gaddafi gleich weghauen, gell? Der Alte, der Yahweh, also der Gottvater, mein Lieber, der hat schon gerne mal ein Volk überfallen. Ne? Also, mein Vorschlag wäre, dass die Claudia Roth zusammen mit der Renate Künast nach Tripolis fliegt, ja, und mit dem Gaddafi mal ein ernstes Wort redet. Im Zelt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, die zwei am Zelteingang erscheinen, in Burka und bauchfrei, dass da der Gaddafi schon auf der Flucht ist. Du, Bruno, ich möchte mit dir reden. Ehrlich, möchtest du mit mir reden? Ja. Du, das finde ich gut. Ich wollte auch mit dir reden. Du, ich rede mit dir gern. Das ist schön. Bruno, ja. Ich möchte deinen Job. Du, was? Ja, reg dich nicht auf. Ist nicht gut für deinen Blutdruck. Aber weißt, ich finde, dass es an der Zeit ist, dass auch einmal eine Frau an der Spitze der Agentur steht oder sitzt. Eine Frau? Mhm. Verstehe ich schon. Ich weiß schon, Frauenquote meinst du, gell? Frauenquote, ja, ja. Du, meine Frauenquote ist allerdings also im Plus. Es müssen mehr Frauen in Spitzenpositionen. Die Kanzlerin hat es auch gesagt. Aber halt ohne Zwang. Die Unternehmen sollen eine verbindliche Selbstverpflichtung unterschreiben. Sagt die Kanzlerin. Ja, ja, ich finde, dass diese Frauenquote diskriminierend ist. Für die Frau. Und Monika, das will ich dir ganz offen sagen. Ich bin gegen die Diskriminierung. Bruno. Vor allen Dingen gegen die Diskriminierung der Frau. Ja.
Eine gewisse Diskriminierung, Bruno, ist gut für die gesellschaftliche Entwicklung. Ach so? Mhm. Aha. Monika, es gibt eine natürliche Diskriminierung der Frau. Ja, aber auch eine natürliche Diskriminierung des Mannes. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt Männer, die haben keine Gebärmutter. Okay. Auf! Ja, du, wenn das publik wird, da brauchen wir ja eine Männerquote. Genau, jetzt sind wir beieinander. Sag mal, Moni, wolltest du nicht irgendwann noch mal schwanger werden? Ich meine, wenn du das wirklich vorhättest, dann solltest du da vielleicht nicht mehr allzu lange warten. Das ist wirklich nett von dir, dass du dir da solche Sorgen machst, Bruno. Aber dazu bräuchte ich halt auch den richtigen Mann. Ganz falscher Ansatz. Ja. Weil dadurch machst du dich ja abhängig von einem Mann. Und das ist wieder typisches Weibchenverhalten. Verstehst du? Den richtigen Mann, Monika, den gibt's doch gar nicht. Das weiß ich. Niemand wüsste es besser als ich, Bruno. Obwohl, der Letzte, der war auch ein autistisches Arschloch. Monika, jetzt mal im Ernst, das ist doch weltfremd. Du weißt, dass es den richtigen Mann nicht gibt und ignorierst dieses Wissen. Ja? Diese Haltung nennt man kognitive Dissonanz. Und mit so einer Einstellung willst du ein Unternehmen leiten. Verstehst du? Glaub mir, als Chef, da braucht Frau bzw. Mann Realitätssinn. Bruno, weißt du, was mir mein Realitätssinn gerade sagt? Nein. Dass ich mit dir über dieses Thema gar nicht weiter zu diskutieren brauche. Du kannst mir jetzt mal in den Schurf blasen. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Die ist einfach nicht belastbar, die Frau. Verstehst? Und da will die meinen Job. Rick, bist du da? Rick. Ja. Kann ich dich mal sprechen? Ja. Würdest du? Ach so, ja. Pass auf, Rick. Sag einmal, also nur mal so ganz hypothetisch, also rein theoretisch, reines Gedankenspiel, ja? Also, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendjemand, ja? Rein theoretisch. Irgendjemand aus unserer Agentur. Irgendjemand? Ja. Wir sind doch nur zu dritt. Ist ja auch nur theoretisch, verstehst du? Reines Gedankenspiel, wie gesagt. Also, wenn eine x-beliebige Person, ja, die vielleicht durch latent unerfüllte Kinderwünsche und ein bisschen viel Prosecco vor dem Frühstück. Die Moni trinkt wieder. Nein! Ja, also manchmal, aber es ist im überschaubaren Bereich, also weit unterm Branchenschnitt, würde ich sagen. Also, na, ich habe die am Nachmittag schon aufrecht gehen ertappt. Also das wäre jetzt kein Grund da irgendwie voreilig, verstehst du? Also, entschuldige bitte, worauf willst du hinaus? Also wenn, um Gottes Willen, es muss ja nicht die Moni sein, aber jetzt mal, wenn sie meinen Job haben wollte. Das ist ja nur vorübergehend. Vorübergehend? Moment einmal, hast du mit ihr schon gesprochen? Nein, natürlich nicht. Das meinte ich meinte, das ist wie hypothetisch. Wie hypothetisch? Also, hypothetisch? Also, ja, ich hätte jetzt auch sagen können, zeitlich begrenzt zum Beispiel. Zeitlich begrenzt? Ja, was? Wie lange zeitlich begrenzt? Bis du wieder fit bist. Ich bin fit. Wer sagt dir, dass ich nicht fit bin? Du bist fit. Aber jetzt zum Beispiel gemessen an der Zahl, die dein Alter anzeigt. Also, was? Also ich meine jetzt zum Beispiel die Quersumme. 5 und 3 ist 8. Nee, du hast 5 und 8 ist 13. 13 ist auch kleiner als 14. Du bist fit. Ich meine das Ganze doch nur. Ich meine, schau mal. Relativ. Rick. Lass uns mal ein paar Schritte gehen. Wir gehen bereits. Rick, bin ich nicht immer wie ein Vater zu dir gewesen? Nein. Eben! Weil ich dich auf Augenhöhe wahrnehme. Und jetzt sag ich dir, auch auf Augenhöhe, wenn du der Meinung bist, dass ich diesen Laden hier voll im Griff hab, ja, dann lass das bei Gelegenheit auch mal bei der Moni fallen. Ja, auf jeden Fall, ich mach's sofort. Ich kann dir auch gerne gleich eine SMS schicken. Ich mach alles, was du willst, bevor du mich erwürgst. Das kann auch noch passieren, aber auch auf Augenhöhe, ja? Und jetzt gehen wir noch in diesen Falafelladen. Ich habe aber allerdings den Eindruck, dass wir schon in die Nacht hineingegangen sind. Männer, immer nur die eigene Karriere im Kopf.
Aber wo wir gerade bei Machterhalt sind, durch den Abgang von Gutenberg ist in den Medien doch ein Platzerl frei geworden. Und da habe ich mir überlegt, ob das nicht der Ramsauerbäder machen könnte. Jetzt lachen Sie nicht, gell? Ich finde, die Anlagen dazu hätte er. Er hat sich ja zum Beispiel selber den Titel schönster Mann der CSU gegeben. Gut, unter den Blinden ist der einäugige Verkehrsminister. Aber ich habe zu ihm gesagt, Bäder, habe ich gesagt, gib mir 4 Wochen Zeit mit einem Budget für eine neue Garderobe im 5-stelligen Bereich und einem sehr guten Zahnarzt mache ich dir aus dir den George Clooney, gut, den George Clooney jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht doch den Gunter Emmerlich der CSU. Okay, ob er jetzt gegen den Seehofer ankäme, ich weiß es nicht, denn der Seehofer gilt halt schon als der bayerische Kennedy. Aber es bleibt eine Resthoffnung, dass den Seehofer vielleicht doch noch irgendwann eine enttäuschte Sekretärin erschießt. Und dann wäre der Ramsauer wieder vorn dabei. Der Ramsauer hat nämlich die Fähigkeit, sich auf Mini-Themen zu konzentrieren, um von den eigentlich großen Themen abzulenken. Schauen Sie, wie er scheinbar tollpatschig in Themen wie Radl-Rambos oder Alkolok umeinander meandert, nur um vom großen Thema Autobahnmaut abzulenken. Was natürlich beim Ramsauer Makel ist, ist die Tatsache, dass er keinen Adelstitel hat. Schade. Aber den könnte er sich besorgen. Mein Vorschlag war, er soll sich von Prinz Frederik von Anhalt, dem Mann von Sascha Gabor, adoptieren lassen. Da wird jetzt demnächst eine Position frei. Einziges Problem, das ich sehe, er hat einen Doktortitel. Ja. Und seine Doktorarbeit trug den schönen Titel Ziele und Effekte der Gebietsreform in Bayern. Belangloses Thema, aber Gesamtnote sehr gut. Cum laude hat er jetzt nicht. Auch nicht summa cum laude, sondern eher ein summa sine laude. Er ist quasi ein Dr. SSL, aber vielleicht hat er einfach zu wenig abgeschrieben. Hey! Habt ihr beim Essen, habt ihr mir was mitgebracht? Nein. Nein, aber weißt du, es hätte dann wieder so nach Bevormundung ausgeschaut. Schon klar. Dann eben flüssig, wie immer. Der Prosecco. Bitte, ja. Kaffee, Kaffee. Da, da, da. Ciao, Monika. Möchtest du einen Kaffee so sinnlich braun wie deine Augen? Du hast doch gar keine braunen Augen. Das ist doch wurscht. Bin doch froh, wenn ich in dem Laden mal was Nettes höre. Darf ich Moni zu dir sagen, ne? Ja, sicher, Schatzi. Wenn es weiter so gut läuft, dann bist du eh bald die persönliche Assistentin der Geschäftsleitung. Entschuldigung, ich habe das vorhin völlig vergessen zu sagen. Gestern Abend hat der Söder bei mir privat auf dem Handy angerufen. Was, der Söder? Und das sagst du jetzt erst? Ich tut mir leid, ich hab's völlig vergessen, aber er war nicht gut drauf. Er war ein bisschen traurig. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er kurz geweint hat. Als, ja, wirklich, als es um seine Sympathiewerte ging. Ja, klar. Ja. Ja, die liegen momentan irgendwo zwischen Zahnstein und Nacktmulle. Und ja. Aber es war kein schlechtes Gespräch. Ich hatte den Eindruck, Söder hat endlich begriffen, dass ihm wirklich kein Mensch den Atomkraftgegner abnimmt. Ja, ja. Ja, ja. Und jetzt hat er uns deswegen gebeten, ihm eine neue Biografie zu schreiben, die beweist, dass er bereits als kleiner Bub ein Linker war. Dass er grüne Gene in sich trug und quasi in der Pubertät oder durch die Pubertät auf die rechte Bahn geraten ist. Ja, schwer. Ja, und ich habe was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Schön. Ich würde es euch gerne präsentieren, wenn es recht ist. Söders neue Biografie. Wo haben wir es denn? Hier. In seiner neuen Biografie lernen wir, Markus Söder ist der uneheliche Sohn von Rainer Langhans und Alice Schwarzer. Ja, ja. Gute Frage, warum trägt dann Söder keinen Doppelnamen? Schwarzer Langhans. Das war damals auch Thema in der Kommune, hätte aber wiederum nicht zur Biografie von Langhans gepasst. Söders neue Biografie enthüllt, dass er als 4-Jähriger zum Stromopfer wurde. Durch diesen schmerzhaften Störfall hat Söder sofort verstanden, er hat das Talent zum Halbleiter. In seiner alten Biografie hatte Söder als Teenager ein Poster von Franz Josef Strauß in seinem Kinderzimmer hängen. In seiner neuen Biografie hängt dort ab sofort ein Bravo-Starschnitt von Sarah Wagenknecht. Zur Kommunion bekommt Söder einen Baukasten von Fischertechnik. Bevor er die Verpackung überhaupt erst öffnet, streicht er intuitiv, fast schon prophetisch, den Namen Fischer durch. Anschließend baut Söder sein erstes HKW, das sogenannte Hamsterkraftwerk. Später verbindet Söder die daraus gewonnene Erkenntnis mit seinem rigiden Kurs gegen Hartz-IV-Faulenzer zu seinem ersten AKW, dem Arbeitslosenkraftwerk. 2009 kommt es dann zur Zusammenarbeit mit dem Vatikan. Markus Söder erfindet das erste PKW, das sogenannte Priesterkraftwerk.
Nun der Nachteil beim Priesterkraftwerk, die enormen Stromschwankungen zur Fastenzeit. 2011 wird Markus Söder zum ersten fränkischen Umweltminister auf Bundesebene vereidigt. Dabei verhält er sich ähnlich rebellisch wie einst Joschka Fischer bei seiner Vereidigung. Er trägt als erster deutscher Politiker einen Turnbeutel. Auf einer Anti-AKW-Demonstration im Sommer 2011 stellt sich endlich Söders großes Talent zum Schlichter heraus. Ich meine, ich gebe zu, der Söder war anfangs so ein bisschen verunsichert mit seiner neuen Biografie, aber ich konnte ihn relativ schnell beruhigen. Ich habe ihm gesagt, Markus, pass auf, ich weiß, alles wirkt im Moment noch ein wenig erfunden, aber ein bisschen was bleibt immer hängen. Können wir so probieren? Können wir probieren? Sollten wir... Schick mir sofort an den Söder, großartig. Weißt du, was wir brauchen? Ich habe mir gerade überlegt, wir bräuchten eigentlich ein Söder-Musical gegen Atomkraft. Titel Dancing in the Dark. Okay. Dancing in the Dark. Die haben doch da oben auch schon ein paar Lichter ausgeschossen. Aber jetzt, warte doch, ich finde das, Entschuldigung, Monika, ich finde das eine super Idee. Stell dir doch bitte mal vor, Romeo und Julia. Romeo wird gespielt vom verstrahlten Söder und Julia ist eine uneheliche Tochter von E.ON, gespielt von Angela Merkel. Ja, und beide entstammen aus Jahrtausenden verfeindeten Familiengeschlechtern, CDU, CSU. Ja, und wo haben sich die beiden Bitchen kennengelernt? Söder ist Rettungsschwimmer in einem Fluss neben einem AKW und rettet Angela, die bei dem Versuch, eine Brückentechnologie über den Fluss zu bauen, ins Wasser fällt. Super! Und dann rettet Söder Angela, bittet sie aber, es nicht seinem Schwager Seehofer zu erzählen. Also, wenn ich der Merkels Leben retten würde, würde ich es auch nicht an die große Glocke hängen. Wie auch immer, Merkel singt, über 7 Brücken musst du gehen, plus minus 40 dunkle Jahre überstehen. Dann wird alles Schutt und Asche sein und das Wasser noch mit dem vielen Schein. Also. Ja, genau, aber wie geht's weiter? Warte mal, ich habe eine Idee. Söder verliebt sich in Merkels Gesang. Verstehst du? Die Irinie, verstehst du? Anspielung auf das alte Griechenland. Und dann muss irgendwas passieren. Das Kraftwerk explodiert. Genau! Es kracht und schäbert, genau. Söder, der singt ein Prosit der Gemütlichkeit. Und ich hab's gewusst, dass die Dinge nicht sicher sind. Was Merkel erklärt, die deutschen Kernkraftwerke seien sicher. Sie sei schließlich Physikerin. Genau, Söder ist überrascht und Söder ist überrascht, notiert sich das Wort Physikerin, um es daheim im Brockhaus nachzuschlagen. Was passiert dann? Dann kriegt Söder einen Anruf von der CSU. Seine Meinung ist gefragt. Und zwar, Söder soll ISA 1 sicher machen gegen Flugzeugabstürze. Ja, mit einer Bleiverhüllung von Christo. Na, mit einem Flugverbot über Bayern. Das ist aber am Ramsauer Peter zu radikal. Er fordert lediglich ein Absturzverbot für Flugzeuge über Bayern. So, diese Nachricht erreicht auch Edmund Stoiber in Brüssel, der endlich seinen Transrapid, meine sehr verehrten Damen und endlich kann er den Transrapid an den Mann bringen, ja, weil der Transrapid auf kein Atomkraftwerk drauffallen kann. Dankeschön. So, das ist was? Das ist der schön, oder? Ja, super. Das nur eine Frage habe ich da noch. Was passiert denn mit Romeo Söder und Julia Merkel weiter? Ja, der Söder heiratet die Angela. Na, es soll doch ein Happy End geben. Dann weiß ich es auch nicht. Telefon hat ein bisschen lang gedauert. Ja, nicht. Also hätte ich jetzt Jonas? Ja, Gerd Schröder, Herr Schröder. Das ist eine Überraschung. Was kann ich für Sie tun? Parteiausschlussverfahren. Welche Partei? Immer noch SPD. Wegen was denn? Ach so, wegen diesen 650.000 Euros von Maschmeyer, die Inserate. Ja, wissen Sie, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Schreiben Sie einfach ein Buch gegen Migranten. Da sind Sie in der SPD immer on the safe side. Am Mittwochabend. Eine Tochter räumt ihr Leben auf.